Wir versuchen es weiter, meine Freunde. Wir versuchen weiterhin durch diese bekloppten Stellungen da durchzukommen. Aber irgendwie, egal wie ich es anstelle, ich stelle es falsch an. Mal gucken. Jetzt wollen wir erstmal kurz das Ding aufstellen. Wie stelle ich denn das Ding auf? Fracht lösen. So, Flak ist ready. Könnt ihr jetzt schießen? Ja. Also wenn jetzt hier irgendwas sich nähert, um auf uns zu schießen, dann schießen wir drauf. Gut, Panzer und so habe ich nicht. Ich habe echt zu wenig Panzer eingepackt. Jetzt greifen die uns sogar an. Digga, ihr wollt mich doch gerade verarschen. Das ist schon echt gerade sehr demütigend. Vielleicht wäre sogar klüger. Ich weiß ja nicht, was mir das für Vorteile bringt, wenn ich einen Punkt erobere. Und wenn ich es nicht schaffe, einen Punkt zu erobern, werde ich das auch nie herausfinden. Einzige, was ich weiß, die haben uns so hart hops genommen hier drin, dass ich ein bisschen angepisst bin tatsächlich. Da ist eine Bunkerstellung. Boah, wie viele Leute sind denn da? Okay, die wurden nicht wieder aufgefüllt. Gut zu wissen. Jetzt haben die wieder Artillerie. Das gibt's doch nicht. Das ist doch so nervig. Warum haben die denn Artillerie in diesem Setting? Warum haben die denn Artillerie? Ich verstehe es nicht. Das ist doch ein Joke. Ich finde das total unfair. Sag ich euch ganz ehrlich. So, kurz gucken. Einfach mal hier so schön durchballern. Da oben links sitzt die Artillerie. Und da sitzt auch noch Artillerie. Bei 5 und bei 1. Ich finde das absolut lächerlich. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das absolut lächerlich mit der Artillerie. Da, wieder alle tot. Nee. Das kann ich und will ich so auch nicht akzeptieren, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde das einfach ein Geschmack, sowas. Ich komme eh schon nicht durch. Weil die mit uns machen, was sie wollen quasi. Das Problem ist ja noch von der rechten Seite mit angegriffen. Ach, das nehme ich jetzt ein, oder was? Ne, nicht mehr. Hat sich gerade wieder erledigt. Ich höre sogar ein Flugzeug, aber das gehört zu uns. Jetzt nehmen wir es wieder ein. Diese scheiß Drecksartillerie, die soll verrecken. Schaut euch das an! Ich reg mich so auf gerade, echt. Bin kurz davor, dass mein Herz aufhört zu schlagen. Ist das ein Feind? Ja. Also meine Leute sind wieder alle tot. Ne, einer lebt. Ne, die lebt doch noch, hallo? Hab ich den schießen? Der von uns? Ne, ist ein feindlicher Flieger. Und da unsere Flak. Ne, unsere Flak lebt. Ne, das ist eine andere Flak. Unsere Flak ist ja schon lange wieder tot. Ach. Ich weiß ja nicht. Typ Volkswagen. Jetzt werde ich auch noch von der feindlichen Luftwaffe abgeballert. Einer lebt übrigens noch. Befehl zum Ausrücken. 15 Stück. Na, schauen wir mal. Nächster Schritt wäre jetzt das Zerstören der Artillerie. Ich weiß ja, dass die hier in dem Bereich war. Ich höre jetzt nochmal Flugzeuge. Moment. Schnell. Abstellen. Nach oben schießen. Ich benutze mal schnell zum Scouten. Solange ich nicht weiß, wo genau die feindliche Artillerie sitzt, will ich jetzt aber auch trotzdem nicht schießen.
Deswegen hoffe ich mal, die schießen jetzt hier auf mich ganz dumm. Wenn ich meine Leute hier opfere. Aussteigen. Aussteigen. Was sind sie denn? Okay. Steckt euch da hinter der Mauer. Komm, hinter die Mauer. Was kommt denn da? Jetzt kommt da ein... Es kommt da ein Panzer. Okay. Da sitzt die Artillerie. Bumm. Krieg ich den... Warte mal, kannst du... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Ich hoffe mal, der bleibt da stehen. Super. Ganz toll. Die haben übrigens meine Messerschmitt abgeschossen, meine eine. Oder? Pilot, Messerschmitt, aber kriege ich die wieder back oder was? Das Problem ist nur, der lebt noch. Haben wir irgendwas, was den bewerfen kann? Versuchen wir es mal. Jawohl, Kommandant. Oh Gott, der kriegt... Nein, werf schnell. Versteck dich. Huch. Sehr gut. Der Punkt gehört übrigens fast uns. Schicken wir jetzt hier Nachschub rein. Ich bin getroffen. Scheißegal, dass du getroffen bist. Nimm den scheiß Punkt mal jetzt ein hier. Ich platz sonst noch. Ich kann das nicht. Nee. Also eine ist back, der andere ist tot. Aber ich habe es immerhin gleich mal geschafft, A zu erobern. Ich kann das nicht. Ich habe A erobert, ich habe einen Punkt erobert. Der gehört zu uns. Yay, juhu. Große Freude. Ich weiß, es gibt noch eine Artillerie vom Feind. Für die hebe ich mir meine letzten... Ach, schaut euch da mal an, was hier noch alles rumsteht. Oh Gott. Punkt erobern ist auch gestorben oder so. Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. Wo sind denn die? Da. Oh, fuck off, ey. Ich sehe nicht mal, von wo die schießen. Ich sehe nicht mal, von wo die schießen. Also das mit der Artillerie, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich absoluter Bullshit. Das ist für mich kompletter Joke. Das macht weder Sinn noch Spaß, wenn ihr mich fragt. Also überhaupt nicht. Keine Ahnung. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, der muss ein absoluter Menschenhasser sein. Oh, 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 okay. Das heißt, wir haben den da oben gar nicht erwischt, weil wir über B rübergeflogen sind und über B war wahrscheinlich Anti-Air, oder? Das ist das, was die mir sagen wollen. Ja, den Flieger schießen sie auch ab. Ah, haben wir jetzt erobert. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es bringt mir auch einfach nichts an der Stelle. Das heißt... Es sind... Also du hast hier nicht nur das Problem, dass die ja komplett bis an die Zähne eingekesselt sind, dass die mittlere Panzer haben, mit denen ich ja überhaupt so wirklich gar nichts machen kann gegen die. Dann hast du ja dann immer noch mit das Problem auch noch, dass die Artillerie haben, gegen die ich auch nichts machen kann. Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja komplett aufgeschmissen an sich. So, probieren jetzt nochmal auf den, aber wahrscheinlich werden wir jetzt hier auch wieder abgeschossen. Es ist eine beschissene Situation. Da, Artillerie hat wieder meine MG-Schützen kaputt gemacht. Ich habe jetzt immer die Artillerie kaputt gemacht. Und wie viele Leute sind in dem Bunker drin? Zu viele wahrscheinlich. Na, schießen MG-Schützen runter. Problem ist, irgendwo da drin sitzt halt die Anti-Air, ne? Da ist ein MG-Schütze. Die sind so krass eingebunkert. Das ist so krass.
Und jetzt verliere ich auch noch A. Ich gebe auf. Schau uns jetzt die Mission mal daneben an. Und wir greifen jetzt nicht diese Höllenqualen-Dinge an. Sondern Polotsk greifen wir jetzt an. Aber generell, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kann auch sein, dass mich das täuscht. Aber so bei der Kampagne, als auch jetzt hier, gibt es, glaube ich, ein bisschen Bedarf am Balancing. Na toll, ist genau das gleiche Desaster. Das ist ja genau der gleiche Quark. Um Himmlers Willen. Grundsätzlich, ich weiß ja, wie es läuft jetzt. Ich spawn meine Einheiten. Es ist Zeit. Los geht's. Dann hole ich mir rein theoretisch meine Artillerie. Die Artillerie wird abgefarmt wie so billige Bots. Weiß ich, vielleicht ist ja das Kartenlayout jetzt hier irgendwie anders oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht funktioniert, vielleicht ist die KI hier anders eingestellt. So. 3 cm Munition. Haben wir nicht ganz. Das ist die effizienteste rein theoretisch. Einmal hier so quer. Reinballern. Ah. Also da vorrücken hat direkt nicht funktioniert. Ich stell die Mörser jetzt mal nicht alle auf den Haufen. Feldküche, super. Zumindest für Essen ist gesorgt. Die sind hart am Chillen. Wird so schade, dass die nichts machen. Ich finde, das ist deutlich... excuse me. Ich finde, das ist deutlich authentischer, wenn du sagst, die KI... Oder du hast doch jemanden, der mitkämpft. Das vermittelt mehr das Gefühl des Krieges. Bis jetzt sehe ich aber immerhin keine Artillerie. Aber schaut euch mal an, wie viele Einheiten die hier überall stehen haben. Alter! Krass. Sehr beeindruckend. So. Kommt immer mit dazu. Die Schützen sind halt nur Idioten. Entschuldigung, Rekruten meinte ich natürlich. Und nochmal neuen Infanterietrupp. Stellen Panzer hier hin. Weiß ich nicht, kann sich mal da hinstellen. Vielleicht kann er darüber schießen oder so. Panzer haben sich an sich eine gute Range. Kannst du da hinschießen? Ah, geht schon. Oder? Ah, der hat aber nicht unbegrenzte Munition, leider. Kannst du mit deinem großen Geschütz darüber schießen? Ah, der wieder direkt tot. Also da kommen wir nicht rüber. Da müssen wir irgendwie... Das Ding müssen wir erstmal mit... Weiß ich nicht. Will mich gerade verarschen? Zieh ich wieder zurück. Das Ding muss... Erstmal zerstört werden, bevor wir da weitermachen. Oh, nicht euer Ernst. Die Bombe macht ihm keinen Damage. Ich kann das nicht. Der hat meine Messerschmitt abgeschossen. Das Ding hier. Dieses MG hat meine Artillerie abgeschossen. Meine Messerschmitt abgeschossen. Also, gut, da gibt's Boote, aber... Da mache ich was, dann kriege ich hier drüben auf die Schnauze. Macht's ja für mich jetzt auch nicht besser. Wie viel Schuss habt ihr noch? 10.
Wie gesagt, die Messerschmidt ist TOT. Wird nicht mehr replenished. Thanks for nothing. Ja, mit dem Panzer voranfahren, hoffen, dass der überlebt und dann gucken, dass man möglichst viel Damage macht oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Auf geht's. Fahr rein. Ihr rückt direkt alle mit hinterher. Die Artillerie nicht. Artillerie schießt auf Feinde, wenn möglich. Kommt einfach reinfahren. Super, der erste, der stirbt, ist einer von meinen Jungs. So. In Position gehen. Er sieht ja oben, das ist doch ein Joke mit denen da oben, oder? Mal kurz gucken mit... Was ist denn eine Werfergranate? Ah, okay. Okay. Sagen wir mal das Ding so. Alle tot übrigens soweit. Ah, das funktioniert. Okay, das ist gut zu wissen. Das Problem ist nur, der tötet... Oh, what? Da kam jetzt feindliche... Da kam jetzt feindliche Luftwaffe. Schön. Ich meine, ich habe rein theoretisch auch eine Flak. Die kann ich mir dann aus den Ärmeln ziehen wahrscheinlich. Können wir es bitte schießen? Danke. Also B gehört uns. Yay, yeah, juhu und so. Die haben aber keine Munition mehr, ne? Was leuchtet denn da so? Ernst gemeinte Frage. Dann holen wir uns hier einfach mal eine Flak rein. Ja, bereit zum Feuern, bla bla bla, aber... Kurz hier aufbauen, bitte. Wie kann denn da die ganze Zeit... Wie können die mit jedem Plastikschuss alles kaputt machen bei mir? Können wir jetzt mal bitte dieses MG-Ding da kaputt machen? Ne, kann man scheinbar nicht. Okay, warte mal schnell. Okay. Ich möchte nämlich mal eine Antipersonengranate da hochschmeißen. Das dürfte ja nicht zu schwer sein. B ist eingenommen. Bringt uns das irgendwie Munitionsreplenishment oder irgend sowas in der Art? So, einmal abkoppeln. Was ist denn da? Da ist irgend so ein hässliches Fahrzeug. Sind die tot? Ja. Was ist hier? Was zum Chillen oder was? Motor zerstört. Motor beschädigt. Ich krieg wieder Artilleriebeschuss auf die Fresse. Also das mit der Artillerie, das ist absoluter Bullshit. Plus ich habe beide Messerschmitz auch schon wieder verloren. Und ich kann halt nichts gegen die Artillerie machen. Die Artillerie zwingt mich quasi zu rushen, weil ich gar keine Zeit habe. Das ist schon schwer genug. Das ist schon schwer genug ohne die Artillerie. Wenn ich jetzt hier hochfahre... Ich komme hier gar nicht hoch. Ja, nee. Also das mit der Artillerie, das ist ein Joke. Ich sage wirklich, das ist ein absoluter Joke mit der Artillerie. Ich weiß nicht, wer sich da gedacht hat, das wäre eine gute Idee. Der Artillerie... Lass mal eine Artillerie machen, die über die gesamte Karte schießt. Während der Spieler keine... Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Skript-Bug ist oder so. Keine Ahnung. Dass die andere KI nichts macht. Weil die ist ja immerhin mit da. Wisst ihr so? Es funktioniert auch nicht, dass ich sage, ich verteidige jetzt nur. Weil die Artillerie schießt mich ja von denen kaputt. Plus, wenn ich da jetzt hoch will, fahre ich durch eine absolute Todeszone. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden hier aber zumindest remunitioniert, ne? Das funktioniert immerhin. Super. Das bringt mir halt trotzdem nichts, weil die Artillerie uns dann gleich wieder kaputt. Hier, 120 mm. 122 mm. Bum, 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 bum. Ich reg mich richtig auf. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das hat so viel Potenzial, aber das ist so unbalanced. Und so unfair.
dass ich kurz davor bin zu explodieren hier, echt. Was? Ja. Mit einem Schlag hatte T28 von hier oben, gegen den ich jetzt gerade absolut gar nichts machen kann, hat jetzt meine gesamte Gang hier getötet. Gegen den kann ich halt auch überhaupt nichts unternehmen. Das ist einfach so, das muss ich akzeptieren. Oha, Alter. Schaut mal an, was hier alles in die Luft fliegt, ey. Da kommt jetzt natürlich noch eine große Offensive der Infanterie. Hohohohoho. Wie die uns hops nehmen, ey. Nee, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich lasse es sein an der Stelle. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist frustrierend und unfair. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist wirklich ein super Modus. Ich bin mir da wirklich sicher, dass der Modus echt Spaß machen kann. Aber vom Balancing her ist das weltfremd. Das ist absolut krank. Keine Ahnung, was da die Idee dahinter ist. Vor allem, wie gesagt, ich schicke alle, also es muss ein Bug sein, ich schicke alle Divisionen rein. Ansonsten müsste ich das ja nicht machen, ne? Ansonsten würde ich die ja quasi so machen, ne? Eine Division, die angreift, aber ich greife mit allen an. Das heißt, es sollte eigentlich, was sind die Regeln? Teams sind abwechselnd. Während ihres Zugs können sie die Division befehligen, sich durch Gebiet zu wegen oder feindlich meine Division bemühen, bla bla. Wenn sie ein feindliches Gebiet angreifen, können sie eine taktische Schlacht mit der Division, die das Gebiet angreift, starten. Während des Zuges des Gegners greift ein Gegner für Schlachten, hält der Spieler Ressourcen, Geld, Einheit, Erfahrung, Feuererfahrung. Divisionen können im Schlachtstartbildschirm mit einer Division freigeschaltet werden. Divisionen auf der Karte können auch in die Reserve verschoben werden. Ja, das sagt mir auch nicht wirklich was. Schließen Sie die letzte Mission ab. Nee, also. Wirklich, es ist top. Top Ding. Es würde wirklich richtig Spaß machen, bin ich mir sicher, aber. Was gibt's denn noch? Überfall gibt's noch. 16 Missionen. Ein prozentual generierter Überfall. Treten Sie in eine Reihe von PvE-Gefechten mit Mehrspielerbataillonen an. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Weiß ich nicht. Hier haben auch wieder verschiedene Regimenter. Das sind auch wieder ganz andere. Auch hier gibt es wieder irgendwas zum Erforschen. Technologien, also das ist auch wieder so ein Ding. Okay, jetzt schauen wir einfach mal kurz. Überfall starten. Jetzt schauen wir uns mal das nochmal kurz an. Wir gehen einfach mal rein. So, wir kämpfen jetzt ein 4 gegen 5. Okay, was habe ich eigentlich mitgenommen? Bereit machen für den Kampf, 1,5 Minuten. Dann machen wir uns mal bereit für den Kampf, keine Ahnung. Was passiert denn jetzt hier dann? Die haben auf alle Fälle Punkte und die haben Flaggen. Also ich muss angreifen. Okay. Ich verstehe. Cool, die greifen mit einzelnen Einheiten an. Wird bestimmt gut funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Achso, meine Punkte sind voll. Lol. Wie lauten Ihre Befehle? Bereit zum Einsatz. Wir schauen uns das, ich wollte mir eigentlich nur, will mir das jetzt eigentlich nur mal kurz angucken. Wie das jetzt hier so ausschaut. Aber ich denke mal, ich fasse es schon mal so ein bisschen. Das Potenzial ist riesig. Und das Spiel wurde ja schon mal verschoben. Und ich sag euch ganz ehrlich, das Spiel hätten sie gerne nochmal verschieben können. Ich glaube, das Spiel benötigt nochmal ein halbes Jahr Polishing, Bugfixing, Balancing. Das Grundgerüst ist supidupi. Das Grundgerüst ist gut. Aber es braucht, glaube ich, noch ein bisschen Feintuning. Meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Das ist übrigens ein Panzer, by the way. Ist nur meine Meinung. Oha, Alter. Oha. Oha. Oh, 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 geil. Weil muss ich mich nicht wundern. Ich bin jetzt einfach drum reingelaufen, aber. Nee. Ich werde das Spiel in circa einem Jahr, Freunde. Ich schaue mir das Spiel in einem Jahr, glaube ich, nochmal an. Und gucken wir dann, wie sich das weiterentwickelt hat. Wie die Kampagnen sind, wie die Missionen sind. Wie das mit dem Balancing geregelt wurde. Bin gespannt, wie sie es bis dahin machen.
grundsätzlich aktuell würde ich das Spiel wahrscheinlich im aktuellen Zustand nicht jedem empfehlen. Also vielleicht, wenn wirklich so richtige Hardcore-Taktikspieler sind, sage ich mal, und die sagen, die haben richtig Bock auf alles Mögliche und die haben auch kein Problem damit, auf die Fresse zu bekommen, gerne. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich dann einfach Schlachten auf einfach führen oder so. Kann ich mir vorstellen, ne? Was überspringen? Hä? Ach so, ich kann den Gegner angreifen lassen, auch interessant. Jedenfalls könnt ihr dann auch einfach wahrscheinlich auf einfach sehr leicht spielen, ne? Das ist wahrscheinlich das, was für die anderen, was für die meisten anderen dann am besten funktionieren dürfte. Aber ich bin gespannt, wo die Reise für Manowar 2 aktuell geht. Wie gesagt, Grundgerüst, denke ich mal, ist gut, aber es benötigt noch viel Arbeit, meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt raus, verabschiede mich erstmal von euch und von dem Spiel. Wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.